Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wir sind zurück mit unserer wunderschönen, kleinen, lilanen Supra. Wobei, so klein ist sie nicht. Sie hat nämlich einen ziemlich fetten, breiten Arsch. Wir haben beim letzten Mal schon einiges geschafft. Wir haben ein Autorennen geschafft, wir haben einen Spoiler besorgt, wir haben ein bisschen versteckte Rennen gemacht und bevor wir jetzt allzu lange quatschen, soll es heute auch direkt weitergehen. Wir machen erst einmal wieder ein paar Outrun-Siege, denn wir wollen ja zu den, ich glaube, einzigartigen Vinyls. Und dafür brauchen wir nochmal 2, 3 Siege irgendwie, ich weiß es nicht genau. Wir fahren einfach ein paar Outruns, bis wir eine Meldung kriegen. Ja, und das nächste, was wir freischalten, sind einzigartige Vinyls. Und das Problem wird wahrscheinlich sein, dass ich die alle hässlich finde, glaube ich. Ich bin mir da relativ sicher. Aber jetzt sind wir an dem Punkt schon so weit in die Supra investiert, sage ich mal, dass wir jetzt nicht anfangen, das noch irgendwie mit dem 240SX zu machen. Jetzt bleiben wir auch dabei und packen die dann auch auf die Supra drauf. Aber es könnte natürlich sein, dass wir unsere Supra dann ein bisschen verschandeln mit Vinyls, die nicht geil aussehen. Was wir natürlich notfalls machen könnten, ist, wir können... Also wir besorgen uns das auf jeden Fall, wir packen das auch auf den Wagen drauf. Ich glaube aber, wir können theoretisch das Vinyl einfach drauf machen, wenn wir die Sterne brauchen, zum Beispiel für ein DVD-Cover, dann können wir das Vinyl drauf machen und dann können wir das danach wieder runternehmen, um dann normal rumzufahren. Das können wir, glaube ich, machen notfalls. Dasselbe geht im Endeffekt auch mit dem Spoiler. Wir haben uns ja den Spoiler besorgt, da war ich auch nicht so begeistert von. Aber auch da könnte man es so machen, dass man den Spoiler drauf macht, wenn man halt ein DVD-Cover oder ein Zeitschriften-Cover oder sowas machen möchte. Und wieder runter macht, wenn man jetzt gerade irgendwie nur normal rumfährt, ne? Ich glaube, das geht. So, die Abkürzung hat... Ah, okay, die Abzweigung hat er nicht hinbekommen. Aber er kriegt es irgendwie trotzdem hin, hinterher zu kommen. Keine Ahnung, wie. Ach ja, diese Dinger loszuwerden, ist manchmal echt hart. Outrun-Rennen sind manchmal wirklich... Das ist halt wirklich so random, Mann. Das ist... Teilweise hast du die nach 6 Sekunden beendet und manchmal brauchst du halt auch irgendwie 5 Minuten. Wir hatten ja schon welche, wo wir eine ganze Stadtrundfahrt gemacht haben. Dann kriege ich immer Lust, einfach zu warten, dass er zu uns kommt und den dann umzudrehen. Das ist manchmal sogar effektiver, als jetzt hier die ganze Zeit nur wegzufahren. Dass er nicht mal den Verkehr mitnimmt. Jetzt in dem Moment hat er den Verkehr mitgenommen, aber der kommt so problemlos hinterher. Was ist das denn? So, jetzt sind wir aber, glaube ich, ja, jetzt haben wir es. Hey, ich sag dir was und das meine ich ernst. Du hast einen krassen Style. Oh, das war süß. Du hast einen krassen Style. Das war doch mal ein süßes Kompliment an uns. Und an den Spoiler habe ich mich auch gewöhnt. Es ist okay. Ist nicht der schönste, aber es ist okay. So, fahren wir direkt mal wieder gegen den 350Z hier. So, wir versuchen den... Ah, ich hätte ihn so gerne in die Säule gelenkt. Mich glotzt hier keiner so blöd an. Und jetzt lenkt er mich in den Verkehr. Ich denke, ich bin klug und lenke ihn mal in die Säule. Nö, stattdessen lenkt er mich in den Verkehr. Fuck, das hat man davon... Wenn man fies sein will. Das war schon wieder richtig schön Karma. Aber die Outrun-Rennen sind auch nicht das geilste im Spiel. Deswegen, wir machen ein paar und dann machen wir wieder weiter mit Rennen. Ich kann jetzt nicht wieder hier den ganzen Part... Wobei ich natürlich schon Bock hätte, das einzigartige Tuning-Teil zu besorgen zumindest, ne? Das Leistungsteil. Das wäre natürlich cool. Ein Performance-Upgrade, ein einzigartiges, wäre schon geil. Das zu besorgen, bevor wir dann die Rennen alle fahren, wäre cool. Er biegt einfach ab. Er biegt einfach ab. Ist das frech. So, jetzt hat er sich da vorne mal den Verkehr gegönnt. Dann nutze ich die Gelegenheit mal zum Überholen. Aber es ist halt auch wieder dann... Also, es zieht sich halt einfach... Boah, hier sind so viele Taxen. Ich hasse Taxen. Ist doch nicht euer Ernst. So, wir drehen einmal und fahren hier wieder rein. Ich hoffe, dass... Ja, jetzt hängt er da hinten irgendwo fest. Ich glaube, jetzt sollten wir aber abbauen können. Ich schneide die so... Ey, das sieht auf der Minikarte sehr glitschig aus. So, haben wir geschafft, ne? Ja. Hey, Kleiner, das war wohl eine klare Sache. Gutes Rennen. So, wir haben wieder einen Kumpel von ihm, der uns Spezialteile besorgen kann. Einzigartige Vinyls. Dafür müssen wir aber erstmal zum Stern auf der Karte fahren. Da ist jetzt nur das Problem, wir haben 3 Sterne auf der Karte. Und 2 davon sind DVD-Cover und 1 ist unser Spezialteil. Ich glaube, es könnte das da oben sein, weil das eben geblinkt hat am Anfang. Aber das wird jetzt kritisch. Wir müssen auf jeden Fall hoch in die Berge, wenn wir da hinfahren. Das Problem ist halt, es könnte auch ein DVD-Cover sein. Man weiß es, glaube ich, nicht. Ich kann nämlich nur im Filter einstellen Spezialevent. Und Spezialevents sind einerseits Cover und Zeitschriftendinger und DVDs und sowas. Und andererseits eben auch diese Spezialteile. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob es das Richtige ist. Wir haben nämlich 3 Sterne auf der Karte. Wir brauchten tatsächlich nur 2 Outrun-Siege. Das ging ja sehr schnell. Und schon kriegen wir das nächste Teil. Schöne, kleine, einzigartige Vinyls. Ja, und ich bin mir fast sicher, dass mir keins davon gefallen wird.
Ich bin kein Fan von diesen Graffiti-Dingern oder wie die heißen, diese wunderbaren Muster-Vinyls und so. Da bin ich einfach kein Fan von. So, wir haben aber auch schon wieder schöne 10.000 auf dem Konto, also können wir demnächst mal wieder ein bisschen weiter tun. Ach, guck mal, hier ist einer. Sollen wir eben gegen ihn fahren? Hey, Suppenkasper, ich habe mich gerade gefragt, was deine Mami wohl für die Schüssel abgelatzt hat. Au. Au, das hat weh. Mann, wenn ich da jetzt noch weitergefahren wäre, hätten wir den schon abgehangen. Aber ich glaube, es klappt trotzdem. Ja. Easy peasy. Ja, das hast du affengeil hingekriegt. Affengeil. Affengeil haben wir das hingekriegt. So, seht ihr mal eben noch ein Outrun-Rennen-Sieg unterwegs mitgenommen einfach mal. So, das Rennen ist auch auf der Karte hier. Ja, wir wollen halt, also das war jetzt die zweite Stufe, ne? Wir hatten die Spoiler, jetzt kommen die Menüs und dann nochmal ein paar Siege und dann kriegen wir einzigartiges Leistungsteil. Das ist halt schon geil, das will ich schon haben. Vielleicht machen wir das also wirklich noch, aber erstmal müssen wir da hochfahren. Das ist halt das Problem, du musst nicht nur die Outrun-Siege fahren, du musst dann auch noch hier zu dem Stern fahren, dann von dem Stern wieder zum Tuner fahren. Das heißt, du bist lange unterwegs für deine Teile. Die muss man sich mühsam erarbeiten. So, wenn wir Pech haben, entdecken wir hier oben jetzt auch noch ein verstecktes Rennen. Ah, okay. Seht ihr, wir sind falsch gefahren. Hier wird einfach nur ein Foto gemacht. Na toll. Aber wir machen jetzt einfach das Foto mit der Supra. Ist es mir eigentlich egal. Wow, was Besseres konnte ja gar nicht passieren. Du bist in der nächsten Produktion. Na, gefällt dir das? Es ist mir jetzt eigentlich egal. Das bisschen Geld, was wir da weniger kriegen jetzt dafür, dass wir die Supra nehmen, ist mir jetzt dann eigentlich egal. So, Wagen bewegt haben wir. Protzen können wir auch noch. Wir können zum Beispiel... Ich glaube, man müsste eigentlich auch Nitro-Entlüftung irgendwie starten können, aber ich weiß nicht wie. Tasten drücken bringt auch nichts. Okay, dann weiß ich nicht, wie es geht. Dann machen wir Kofferraum zu. Wir machen einfach so ein Foto jetzt hier. So, Protzen haben wir. Kamera wechseln. So, das sieht doch ganz nett aus. Foto machen. Speed Demons 3 EA Games präsentiert. Industrial Nightmare. Eine neue DVD. Und da kriegen wir jetzt halt dann nur 977 und mit dem 240SX würden wir vielleicht 1000 kriegen. Also das sind 30 Credits oder so, die wir da zu wenig hatten. Deswegen ist mir das egal. Insofern können wir auch das mal eben machen, wenn wir schon mal hier sind. Da müssen wir nicht nochmal extra hier hinfahren. So, wir fahren weiter. Und was ist hier drüben? Ist da vielleicht noch ein Rennen? Das könnte ja gut sein. Auch nix. Schade. Doch, hier ist ein Rundkursrennen verstecktes. Ach man. Jetzt haben wir ein verstecktes Rennen gefunden und es ist ein Rundkursrennen. Muss das sein? Könnte das nicht ein Drag sein oder ein Drift oder ein Downhill Drift? Nein. Na gut, wir müssen es aber mitnehmen. Wir können jetzt hier nicht ein verstecktes Rennen liegen lassen und Rundkurs hinterher. Ich hasse Rundkurs, aber wir machen es trotzdem. Okay, ist auch nicht so lang die Strecke. 1,9 Kilometer. Dafür wahrscheinlich 3 Runden. Hey Mann, ich soll dir von den anderen Fahrern sagen, dass bei dem Rennen hier keine Müllwagen erlaubt sind. Hast du dir den wohl von den Stadtwerken ausgeliehen, was? Freiwillig fährt doch keiner so eine Mühle. Und das sagt er zu einer richtig geilen Supra. Das ist schon eine Beleidigung. Und dann aber hier so ein, na weißt du, so hässliche Peugeots und dann so ein geiler Eclipse. Okay, der Eclipse, den lasse ich durchgehen, aber die anderen beiden sind gar nicht meins. So, 3 Runden, das ist aber eine relativ kurze Strecke, aber trotzdem 3 Runden. Wir wissen, das heißt, meine Formel wird wieder aktiviert, deswegen... Oh, ich liebe diesen Streckenabschnitt hier, der ist richtig geil. Wir wissen, was das heißt, wir versuchen, uns möglichst früh an die Spitze zu setzen und dann die Spitze zu halten. Au! Ja, Kollege, das hast du jetzt davon. Mich wegrammen ist Instant Karma. Ich bin ja froh, mal zu sehen, dass nicht nur mich Instant Karma betrifft, sondern auch die KI-Gegner. Das ist schön zu sehen. So. Okay, einfach nur die Führung halten, nicht überholen lassen, nicht überholen lassen. Einfach nur vorne bleiben, ersten Platz halten, nicht den Lieferwagen mitnehmen. Okay, erste Runde, wir sind vorne, das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir wissen, das ist ein sehr gutes Zeichen in 3 Runden Rundkursrennen, wenn man in der ersten Runde vorne ist. Ja, also im letzten Part sind wir ja zum ersten Mal mit der Supra auch Rennen gefahren und sowas, ne? Vorher hatten wir den, wir sind ein Drag-Rennen gefahren, aber... Wir haben den besorgt und vor allem getuned und jetzt sind wir zum ersten Mal auch Rennen gefahren beim letzten Mal. Und ich habe mich wirklich in den Wagen verliebt. Also eigentlich wollte ich ja den 350Z haben und es kam dann eben anders. Okay, das Spiel hatte andere Pläne. Und ich muss sagen, jetzt, wo wir den so ein bisschen gefahren sind, den Wagen, ich habe mich richtig verliebt. Ich mag den Sound, ich mag das Aussehen. Ich bin inzwischen ja fast froh, muss ich sagen, dass wir die Supra so ein bisschen aufgedrängt bekommen haben. Ich finde sie richtig geil. Mir gefällt sie richtig gut jetzt. Und die meisten von euch auch. Deswegen ist doch eigentlich super. Ist doch alles gut. Ist doch alles supra. Ha! Wortwitz. So, wir sind in der zweiten Runde. Wir sind immer noch vorne. Nicht so viel Blödsinn erzählen. Wir müssen uns auch darauf konzentrieren, hier vorne zu bleiben und zu gewinnen. Boah, sehr kurvenreich. Aber das Handling geht klar. Ist nicht so ganz, ganz super geil, das Handling. Aber es geht klar. Man kommt um die Kurven. Das geht schon. Das kann man schon machen.
So, dritte Runde wartet. Das ist dann auch die letzte und wir sind vorne. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir das hier gewinnen können. Das wäre doch sehr entspannend. Ja, wobei, so kurz ist es auch nicht, ne? Eine Minute ist immer noch 3 Minuten Rundkurs. Also ein Sprint hast du meistens schneller erledigt. Oder ein Drag-Rennen oder ein Drift-Rennen. Ah, komm schon. Wenn du eine von diesen Kurven nicht gut nimmst, dann nimmst du alles schlecht. Weil dann titschst du einfach nur von links nach rechts. So, jetzt einfach konzentriert bleiben. Keinen Blödsinn machen, dann haben wir das hier gewonnen. Irgendwer hatte auch geschrieben, ich soll doch, ich hätte einen Fehler gemacht beim Tuning. Megalow Parts geht nur bis Stufe 2, das weiß ich. Und wenn wir dann Stufe 3 Tuning-Teile haben wollen oder freischalten, dann müssen wir zu den anderen Tunern gehen. Aber ich glaube, wir haben noch gar kein Stufe 3 Tuning, oder doch? Ich meine, wir können mal zum Tuner... Okay, wir haben gewonnen. So, 2200. Okay, sehr schön. Verstecktes Rennen mitgenommen. Wir können natürlich gerne mal zum Tuner fahren in Cole Harbor East, aber ich glaube, wir haben noch gar kein Stufe 3 Tuning. Insofern haben wir wahrscheinlich wieder welche geklugscheißert, die gar keine Ahnung haben. Aber wir können trotzdem mal vorbeigucken. Ich meine, wir hätten momentan noch kein Stufe 3 Tuning. Das ist wahrscheinlich dann das zweite DVD-Cover. Und unsere Vinyls sind dann unten in der Stadt. Das heißt, ich hätte gar nicht hier hochfahren müssen. Aber ist egal. Haben wir Cover gemacht, haben ein bisschen Rennen gefahren, versteckt. Das ist doch auch okay. Da wird sich ja keiner beschweren. Ah, jetzt sind wir richtig. Hey, wenn du es schaffen kannst, in den nächsten 3 Minuten zu Jimmys Shop zu kommen, wird dein Wagen mit einem optischen Tuning-Teil so gut aussehen, wie er fährt. Ja, jetzt haben wir es tatsächlich gefunden. So, und angeblich soll ich in die Richtung fahren. Jetzt laufen meine Sekunden schon und ich hänge hier fest. Jetzt gib Gas! Mann, ey, ich krieg zu viel hier heute. Bisschen Gas geben hier! Warum genau werde ich jetzt hier hochgelenkt? Ich glaube, das GPS trollt uns schon wieder und lenkt uns über übelste Umwege. Aber meistens zeigt es eigentlich den schnellsten Weg. Insofern hoffe ich, dass es recht hat. So, Supra und Supra. Sogar ähnlich getuned, ne? Auch lila irgendwie. Oder so ein lila-rot. Sah sehr ähnlich aus, aber meine ist natürlich am schönsten. Wer hat die schönste Supra im ganzen Land? Der Walle natürlich. So, 2 Minuten 12 haben wir noch. Unnormal hässliche Drecksstraßen hier mit diesen Kurven. Bin ich froh, wenn wir hier aus den Bergen raus sind. Fick dich, danke. Bin ich froh, wenn wir... Guck mal, was hier für ein Verkehr ist und diese Kurven, ey. Bin ich froh, wenn wir unten in der Stadt angekommen sind. 47 Sekunden, aber letztes Mal, als wir einen Teil abholen mussten, hatten wir noch 40 Sekunden übrig am Ende. Insofern habe ich die Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Ernsthaft? Da soll ich rechts fahren? Oh, diese blöden Dreckspfeile, Mann. Die trollen einfach nur. Fahr doch mal rechts. Nee, fahr doch geradeaus. Nee, überleg's dir doch nochmal anders. Scheißteil, Alter. Ist egal, wir haben es geschafft. Okay, 25 Sekunden übrig gehabt. Alles gut. Kein Stress, alles gut. So, und jetzt kommen hässliche Vinyls. Ich bin mir sicher, es sind hässliche Vinyls. Wir gucken mal. Okay, das ist, das sieht aus wie, ja, es sieht gar nicht so kacke aus. Es sieht aus wie von Fluch der Karibik, dieser Typ mit den, wie heißt der denn? Ihr wisst, was ich meine. Okay, ein Oktopus halt, ne? In Blau, das würde natürlich, also ich sag mal, es ist nicht schön. Ich mag diese Art der Graffitis, Designs, Vinyls sowieso nicht so gerne, aber es wäre halt blau, es würde zu den Felgen passen. Okay, nächstes. Eieieiei. Das ist natürlich schon sehr hässlich. Ein Augenhaufen. Boah, das ist hässlich. Alter. Drag-Sect. Ja, so Japaner-Style passt halt überhaupt nicht zu dem Lila, ne? Das ist okay, das kann man machen. Eieiei, na gut. Wie viele Sterne bringt uns das denn? Ich glaube, wir hatten vorher 4,77. Das heißt, es würde uns sogar 0,12 bringen. Das heißt, im Endeffekt werden wir es sowieso wieder runternehmen. Also ich finde, vom Design her finde ich das am coolsten, aber zu dem Auto, wie er momentan ist, passt das halt am ehesten noch, wegen der Farbe. Wir nehmen mal den Oktopus. Wir werden es wahrscheinlich sowieso wieder runter machen. Jetzt gehen wir bestimmt einen Telefonanruf vor. Hast du denn das geile Teil? Ja. Holla, was ist denn das Holla. Für ein wildes Teil? Da meint es aber jemand wirklich gut mit dir. Das ist nämlich das einzige an der ganzen Westküste. Holla, was ist denn das für ein wildes Teil? Ey, aber ganz ehrlich, auch wenn ich diese Dinger nicht mag, bei unserer Farbkombination mit dem Blau und dem Lila geht es sogar. Es ist okay, es kann man sogar machen. Wir lassen das mal drauf eine Zeit lang. Vor allem von hinten müssen wir es sowieso nicht sehen. Von vorne sieht es okay aus und die Seiten, ja, okay. Nee, wir lassen es tatsächlich mal drauf. So, mehr Outrun-Siege. Komm, jetzt will ich auch noch das Leistungs-Performance-Teil kriegen hier. Jetzt fahren wir auch noch eben Outrun, bis wir den Turbo kriegen. Und danach können wir vielleicht noch ein bisschen Rennen machen. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Von hinten muss man sich das gar nicht angucken. Insofern ist das gar nicht so tragisch. Hey, alles klar, Alter?
Hab gehört, dass in Beacon Hill einiges abgehen wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du müsstest die Typen holen. So, wir fahren gegen einen Golf. Wolltest du irgendwas sagen an der letzten Straßenecke? Halt lieber die Klappe und melde dich erst wieder, wenn es ernst wird. Wir fahren gegen einen Golf, den haben wir direkt mal ein bisschen in den Himmel gehoben. Checkt er, dass ich hier lang fahre? Ja, leider ist er direkt wieder dran. Schade, wir hätten den fast schon loswerden können. Aber dann kriegen wir ein Leistungsteil. Und ich meine, Vinyls hin oder her, das ist ganz nett. Oh, er hat schon Probleme da hinten. Vinyl ist ganz nett, aber was wir natürlich haben wollen, ist Leistung. Geil, das ging schön schnell. Das war ein abgefahrenes Rennen, Mann. Echt krass. Ohne Scheiße, sieht gar nicht so scheiße aus. Ich bin halt generell kein Fan von solchen Vinyls, aber es sieht wirklich okay aus. Es sieht wirklich okay aus. Also früher zumindest habe ich immer diese einzigartigen Vinyls von Samantha und so genommen. Bitte was? Was hast du gesagt? Ach, du willst fahren? Na, wenn's sein muss. So, wir haben ihn gedreht. Wahrscheinlich reicht das sogar schon, um abzuhauen. Ja, das war's auch schon. Junge, das war wohl eine klare Angelegenheit. Gutes Rennen. Cooles Rennen, Mann. Pass auf, so wie du mich abgezogen hast, verdienst du meine Hilfe. Ein Kumpel von mir kann dir ein paar Spezialtuning-Teile besorgen. Fahr schnell zum Stern auf der Karte. Ich rufe dich dann an und sag dir, wo es lang geht. Dann ist das aber jetzt wahrscheinlich dieser Stern, weil der Stern war schon vorher da. Das heißt, wir fahren da runter nach Cole Harbour und besorgen uns, da ist ein Rennen, das ist aber, glaube ich, auf der Karte, und besorgen uns unser einzigartiges Leistungstuning-Teil. Und dafür haben wir vor allem die Outrun-Rennen gemacht. Spoiler, ganz nett, Vinyl, ganz nett, aber im Endeffekt, was wir wirklich haben wollen, ist natürlich Leistung. Und wenn wir dann schon mal bei dem Tuner sind da unten, das betrifft sich gut, weil das wird wahrscheinlich der Leistungstuner in Cole Harbour East sein. Und wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir auch direkt mal, ob der noch irgendwelche anderen Teile für uns hat. Ob die Klugscheißer in den Kommentaren recht hatten. Megalopards hat gar nicht alle Teile, die du einbauen kannst. Wir werden sehen, ob ich recht hatte oder nicht. Weil das ist das Problem, du hast oft Kommentare, das sind auch manchmal Leute, die sich auskennen und die dir wirklich sinnvolle Tipps schreiben, aber du hast halt auch viele Leute, die meinen, sie wissen irgendwas, haben aber keine Ahnung. Und deswegen liest du dann oft auch einfach nur Müll, den du selber besser weißt. Also ich würde mich mehr freuen, wenn ich falsch liege, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann haben wir noch mehr Leistung, die wir einbauen können. Wir müssen ja von hier erstmal zum Tuner hinfahren, genau. Hey, mein Kumpel hat in seinem Shop ein spezielles Teil für deinen Wagen, fahr schnell hin, bevor er sich das ein anderer Spinner schnappt. Du hast 1 Minute 30, bis es weg ist. Dann versuchen wir unser Bestes, würde ich sagen. Es ist auch leider nicht der Tuner in Cole Harbour East, sondern der andere da. Aber gut, fahren wir trotzdem hin. Wo lenkt der mich denn hier lang, Alter? Was ist das denn? Kack, GPS schon wieder, ich krieg zu viel. Na gut, eigentlich kann man das auch ohne GPS fahren. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch mit dem GPS. Nur manchmal lenkt dich das wirklich sehr verrückt durch die Gegend. So, und ich meine, es müsste ein... wir wissen, es ist ein Performance-Teil. Und ich glaube, wir können auswählen Turbo, ECU und Bremsen oder sowas. Und wenn wir das auswählen können, dann werde ich auf jeden Fall Turbo nehmen. Kleine Supra mag gerne ein bisschen Turbo-Power haben. So, das haben wir ja locker geschafft hier. Einmal rechts abbiegen, links abbiegen und da wären wir. Mit dem Oktopus auf der Seite. Ja, es ist ein Performance-Tuning-Teil und wir können auswählen zwischen ECU, Turbo und Bremsen. Und wir nehmen Turbo. Ich habe Bock auf Turbo-Power. Und jetzt kann sie auch wirklich mal anrufen und sagen, was ein geiles Teil. Beim Vinyl und beim Spoiler war das eher so, naja. Wow, ist das wirklich das, was ich glaube? Da musst du es aber einem richtig gezeigt haben, um an sowas ranzukommen. Cool. Ja, das ist ein fettes Turbo-Teil. Wisst ihr, was ich halt schade finde? Dass man nicht sieht, wie viel das bringt. Man kann natürlich vorher gucken und nachher gucken, okay. Achso, ich wollte noch mal eben gucken, ob der noch andere Teile hat. Also zumindest hier bei dem Tuner kann ich nichts Neues einbauen, obwohl es nicht Megalopards ist. Wir können doch mal eben auf den Prüfstand gehen und mal gucken. Ich meine, ich hätte noch die Zahlen im Kopf und wir haben ja sonst nichts mehr. Ja gut, dann kein Prüfstand. Wir gehen gleich auf den Prüfstand, weil wir haben die Zahlen ja noch im Kopf von nach dem Tuning, glaube ich. Und wir können mal gucken, dann sehen wir, wie viel der Turbo gebracht hat. Turbo-Verbesserung. Turbo ist geil, ich mag Turbo. ECU wäre wahrscheinlich auch stark, aber Turbo... Oh ja! Ich glaube, wir hatten irgendwie 401 oder irgendwie ganz knapp 400 Newtonmeter. Wir haben jetzt 420 und 272 kW. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nach oben gegangen. Höchstgeschwindigkeit 313 ist, glaube ich, vorher 309 gewesen. Das heißt, 4 km/h Höchstgeschwindigkeit mehr.
und 4,3 Sekunden, da waren wir, glaube ich, für 4,4 oder so. Also es bringt tatsächlich was. Nicht allzu mega viel, aber es bringt ein bisschen was. Und das ist doch sehr cool. Dafür lohnt sich doch, die Outrun-Rennen zu machen. Finde ich schön, dass wir es mal abgeschlossen haben. Und jetzt haben wir auch erstmal wieder Ruhe von den Outrun-Rennen für einige Zeit, bis wir in Stufe 5 ankommen. Und das wird ein bisschen dauern. Deswegen, damit ist unsere kleine Supra hier aber jetzt noch ein bisschen böser als vorher. Und das finde ich doch gut. So, jetzt müssen wir links rum. Und da sind wir auch schon fast da. Jetzt gucken wir auch mal auf der Karte. Wir haben hier ansonsten... Wir haben hier nur diesen Sprint, richtig? Alles andere ist nicht auf der Karte. Das heißt, das Driftrennen, was wir hier haben, ist zum Beispiel auch versteckt. Müsste eigentlich. Das heißt, wir fahren erstmal das. Wir gucken erstmal, wie die Supra driften kann. Machst du Witze, oder was? Mit der Affenschaukel willst du gewinnen? Naja, wenn du deine Kohle aus dem Fenster werfen willst, dann komm her. Schwachmat. Das ist auch eine schöne Beleidigung. Benutzt auch keiner mehr, du Schwachmat. 2200 gibt's dafür. Ist ein Verstecksrennen. Nehmen wir mit. Achso, wir warten natürlich wieder und wir stellen natürlich auch unsere Steuerung wieder. Hatte ich am Anfang Probleme mit Drift und dann muss ich sagen, zuletzt hat mir der Nissan richtig gut gefallen im Driften. Aber mal gucken, wie es mit der Supra geht. Nicht, dass wir da schon wieder so eine Gurke haben, die dann die ganze Zeit hinten fährt. Und dann müssen wir immer warten. Ja, siehst du, der macht nämlich schon wieder genau dasselbe. Und dann haben wir nachher wieder einen, der uns dann plötzlich überholt am Ende. Ich sehe es schon kommen. Das regt mich auf. Ich mag das nicht, wenn die so fahren, dass wir da nicht, dass wir die überholen. Weil dann weißt du am Ende nicht, ob du genug Punkte hast. So, neues Auto heißt natürlich auch, wir müssen uns erstmal wieder daran gewöhnen, wie der driftet. Das ist unser erster Drift mit der Supra, aber wir werden mal gucken, ob das geht oder nicht geht. Oh! Biestiges Teil. Bisschen rausgedreht, okay. Ich lasse den da mal, wir sind auch momentan auf Platz 3, wir lassen den mal wieder ein bisschen vorfahren. Na gut, der kriegt's halt nicht hin, der dreht sich halt und dann... Ach, blöd. Dann bin ich wieder vor dem. So, das war mal ein ganz netter Drift, 13.000, aber wenn wir hier heute gewinnen wollen, dann müssen wir noch mehr geile Drifts rausballern. Das reicht dann nicht, wenn wir nur solche 3.000er machen. Und wir müssen vor allem auch ein bisschen schneller driften. Wir sind zu langsam auf der Strecke. Ich weiß nicht, vielleicht muss man sich erst dran gewöhnen. Wir sind natürlich jetzt auch noch keinen Drift gefahren heute. Und trotzdem sind wir momentan auf dem zweiten Platz. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für so einen relativ schlechten ersten Versuch hier. Aber der erste hat 119.000. Das ist lustigerweise wieder der hinter uns noch ist und noch nicht im Ziel ist. Der holt auch immer noch Punkte ran. Das heißt, wir starten neu. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn einer so langsam hinten rumdriftet. Du weißt einfach nicht, wie viele Punkte du am Ende brauchst. Ich lasse die nochmal weiter vorziehen, aber die kriegen es halt trotzdem hin, das zu verkacken. Und ja, komm, fahrt noch ein bisschen weiter. So, ich nehme lieber mal ein paar wenige Drifts, dafür ein bisschen schneller. Oh, der war sehr schön. Schön das Orange mitgenommen. Das sind 12.000, die können wir gut gebrauchen. Ja, der Drift versucht jetzt schon besser als der eben. Wenn du schnell genug bist, und das ist jetzt wieder derselbe Idiot, der hatte auch eben die meisten Punkte, weil der die ganze Zeit hinten rumdriftet, statt nach vorne mit den Jungs mitzufahren. Ich reg mich auf. Wenn du sehr schnell bist, dann brauchst du kaum quer zu gehen. Dann kannst du sogar fast einfach nur fahren und kriegst schon mehr Punkte, als wenn du langsam driftest. Also, Junge, komm, fahr jetzt. Ich habe da keine Nerven für. Fahr. Verpiss dich. Und das ist dann der dich am Ende noch in den Punkten überholt, weißt du? Und das kann ich halt gar nicht gebrauchen. So, der Versuch ist aber auf jeden Fall besser als der eben. Wir haben jetzt schon 102.000 Punkte. Eben hatte der erste 119.000. Diesmal hat der zweite erst 70.000. Könnte also was werden hier. Wie gesagt, wenn nicht der eine, der jetzt noch hinter uns ist, uns noch das Genick bricht. So, wir haben aber jetzt 116.000. Also ja, wenn wir das nicht gewinnen, dann hätte der schon noch sehr viele Punkte holen müssen. Okay, und das reicht dann auch für 300 Rufpunkte. Alles klar. Jetzt noch mehr Carbon. Unbedingt die neuen Spiegelspoiler und Dachspoiler aus Carbon abchecken. Die nehmen noch mehr eklige Dachspoiler. Ach, widerlich. Bring deine Pferdchen schneller auf die Straße, indem du einzelne neue erhältlichen Getriebe einbaust. Den Einbau übernimmt jeder Tuning-Shop oder Megalow-Parts. Seht ihr, es steht sogar drin. Insofern können wir sogar zu Megalow-Parts. Ist anscheinend erst Stufe 2 wahrscheinlich. So, hier ist noch ein versteckter Drift. Ja, den müssen wir dann auch noch mitnehmen. Jetzt sind wir gerade driftmäßig warm gefahren. Nehmen wir den auch noch eben mit.
Jetzt habe ich gerade sowieso noch meine Steuerung auf manuell und sowas. Dann können wir direkt den nächsten Drift noch fahren, wenn er hier versteckt direkt da in der Nähe ist. Oh, ein schwarzer Evo, der sieht geil aus. Schwarzer Evo sieht geil aus. Wir warten, wir warten, wir warten. Und wir fahren. So, ein bisschen müssen wir uns konzentrieren. Ihr wisst das, ich bin beim Driften immer sehr leise. Voll konzentriert bei der Sache der Walle. So, den Drift wollen wir nicht abbrechen oder was? Nee, der geht einfach unendlich weiter. Bis ich ihn dann am Ende in die Wand sammle wahrscheinlich. 22.000 war auf jeden Fall ordentlich. Jetzt haben wir natürlich gerade auch einen guten Multiplikator. Schön Maximum. Wobei der jetzt wahrscheinlich wieder verschwindet, weil wir zu langsam fahren und gegen die Wand fahren. Natürlich. Also bei manchen engen Kurven ist es sowieso schwer, den Multiplikator zu halten, weil du einfach langsam bist in der Kurve und dann bricht er sowieso ab. Und das Ding ist, ich hatte schon ordentliche Drifts, aber wir haben trotzdem nur den zweiten Platz momentan. Wir haben schon wieder so einen Superweltmeister, der jetzt wieder die unendlichen Superdrifts ans Tageslicht legt gerade. Wir kennen das Problem, ja? Hatten wir schon öfter. Diese Drift-Weltmeister beim ersten Versuch oder die dann random plötzlich mega die Punkte ranholen. Von der driftet auch immer noch. 116.000 hat der jetzt. Er driftet immer noch. Es könnte sogar noch gereicht haben jetzt mit den 8.000, die wir noch bekommen haben. Es hat noch gereicht. Die Punkte an. Ei, die Zeit ist runtergetickt. Ich habe ganz am Ende noch ein bisschen quer, noch ein bisschen die letzten Punkte mitnehmen, die noch irgendwie möglich waren. Und der Lancer hat 116.208 und wir haben 116.358. 150 Punkte, meine Freunde. 150 Punkte. Geil. Woo. Ah, da kommen Glücksgefühle in mir hoch. Maxi Tuning sucht nach einem Wagen für das nächste Cover. Okay. Ob du da was machen kannst? Ob ich da was machen kann, hast du gefragt? Alles klar, ja. Eigentlich wollte ich das Sponsoren-Sprintrennen fahren, da werden wir uns aber nicht mehr zukommen. Warte mal, wir können doch mal eben gucken, ob wir hier noch irgendwas Neues haben. Ich glaube aber nicht. Und ich würde auch gerne nochmal den Tacho austauschen. Der gefällt mir irgendwie nicht so gut, den wir momentan haben. Wir nehmen mal den hier. Und ich mag eigentlich da nicht so viel Farbe, aber wir können es tatsächlich lila machen. Das passt zumindest zum Auto. Und dann mache ich das gerne weiß. Ja, ich mag nicht so richtig viel Farbe da. Und den Zeiger machen wir auch weiß. Oder machen wir den Zeiger... Zeiger können wir eigentlich blau machen, das passt zu unserem Optikdesign. Haben wir lila, blau, weiß, ja. Okay, sollen wir da mal Hydraulik einbauen? Können wir jetzt mal machen, wenn wir hier sind. Stufe 2 Hydraulik, 1100, bringt den Wagen auf 5,29. Und ansonsten haben wir noch nichts Neues. Damit hat auch der jetzt 5 Sterne und hat jetzt, glaube ich, fast genauso viel wie unser 240 SX. Eigentlich wollte ich ja hier das Sprintrennen fahren, aber wir haben da vorne erstmal sowas wie ein Zeitschriftencover oder sowas. Dann fahren wir da doch mal hin und machen das mal eben. Ach nee, können wir einfach direkt ein Foto machen. Perfekt, machen wir. Der Regisseur von Modified to the Max Entertainment hat mir gerade gesagt, dass du im neuen Smoke and Rims Video zu sehen bist. Du bist auf dem Cover einer DVD gelandet, musst du dir unbedingt ansehen. So, da konnten wir kein Fotoposen-mäßiges machen, da sind wir automatisch drauf. Modified to the Max, this car shattered the dino. Ja, waren wir nämlich heute noch drauf, diesen Part. Then we added the giggle gas. Mit einer hübschen Blondine, bauchfrei mit Bauchnabelpiercing. Das ist sowas von 2004. Ich liebe es. Wobei sich die Farbe von ihrem Top ein bisschen mit unserem Supra-Lila beißt. Aber ist okay. So, und jetzt gehen wir 1029, weil wir jetzt genug Sterne auch auf der Supra haben. Das heißt, den 240 SX müssen wir eigentlich nicht mehr weiter tunen. So, einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Maxi-Tuning in der ständig irgendwelche neuen Cover und so. Ja, Getriebe müssen wir noch. Ach so, sollen wir das noch machen, bevor ich es vergesse? Sie hat ja gesagt, auch bei Megalow Parts. Dann fahren wir doch mal eben zu dem Tuner hier in der Nähe. Ich glaube, das ist sogar Megalow Parts. Und schauen mal nach dem neuen Getriebe, was wir einbauen können, weil das vergesse ich sonst. Tatsache, wir haben jetzt Getriebe-Profi-Paket, Sperrdifferenzial und Hochleistungskupplung für 2000 insgesamt. Bringt uns nochmal ein bisschen Beschleunigung dazu. Bauen wir ein. Und ja, hier seht ihr auch, also das geht auch immer noch bei Megalow Parts. Megalow Parts geht bis Stufe 2. Wir haben überall 1 und 2. Aber wenn wir Stufe 3 Teile freischalten, dann müssen wir zu den neuen Tunern. Aber noch können wir hier bei Megalow Parts tunen und uns die 500 Rabatt mitnehmen. Also rein damit, neues Getriebe. Clutch Masters. Gut, dann haben wir diesen Part. Neue Teile,
Neurennen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich freue mich und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Kamera ist eh schon aus. Bis morgen, euer Walle. Bye, bye.